Willkommen zum wahrscheinlich letzten Teil von Let's Play Gunstar Heroes. Nun geht es um alles. Der Kampf gegen Golden Silver, Gott des Ruins. Den Frieden des Todes, dir und allen Menschen. So weit wird es nicht kommen. So, da ist Golden Silver. Wir können ihn nicht verletzen. Er benutzt die Edelsteine, die wir erst gesammelt haben. Er setzt sie gegen uns ein. Und wir können nur die Edelsteine angreifen. Bräh. Na, Feuer gegen Feuer. Wow. Dieser Kampf ist aber relativ einfach, weil Golden Silver nicht gerade viel Schaden anrichtet. Ah. Na komm. Was mache ich denn? Warum setze ich den Superschuss an? Bam, 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 bam. Und. Besiegt! Golden Silver vernichtet. Ich bin ein Gott. Ich gewähre den Tod. Keine Gnade. Was geschieht? Scheinbar verglüht er. Ich bin sterblich. Die Erde, mein. Hier spricht Yellow. Was geschieht? Eine große Energiewelle steuert auf die Erde zu. Es ist der Gott des Ruins. Wir müssen ihn stoppen. Nicht jetzt. Ich habe mit denen hier genug zu tun. Vergiss sie. Wir müssen zur Erde. Mann, ich hasse es, mitten in der Schlacht zu gehen. Und hinterher. Wow. Werden wir ihn noch rechtzeitig aufhalten können? Da ist er, der Gott des Ruins. Nein, wir schaffen es nicht rechtzeitig. Die Erde. Moment. Da ist eine andere Energieform. Was ist das? Tut mir leid, dass ich allen Ärger einhandelte. Diese Stimme. Meine Rache. Vaters Wunsch zu realisieren. Es scheint, als wäre ich den falschen Weg gegangen. Mir fehlen die Worte. Es tut mir so leid. Aber ich werde mit meinem Handeln Buße tun. Ich werde alles zurückzahlen. Bruder! Oha. Green hat sich für uns geopfert. Der Gott des Ruins wurde wieder einmal vernichtet. Die Welt ist gerettet, aber noch gibt es Rätsel. Wir wissen, der Megalith konnte Dimensionen öffnen. Scheinbar kontrollierte er Gray, der ihm gehorchte. Aber wo hat Gray den Megalithen gefunden? Greens Worte. Seine Rache? Vaters Wunsch? Scheinbar gibt es hier noch immer Rätsel. Die vier Edelsteine funkeln, als wüssten sie die Lösung. Als wüssten sie die Lösung. Ja, das war Gunstar Future Heroes. Zumindest der Teil mit Red. Man kann das Spiel auch nochmal mit Blue durchspielen. Keine Ahnung, ob ich das mache. Wenn ihr Interesse daran habt, dann schreibt mir das. Dann werde ich mal sehen, ob ich da was machen kann, ne? Also, wie ich schon gesagt habe, Gunstar Heroes ist ein mega geiles Game-Out-Warn-Spiel. Eine richtige Grafikgranate. Hammergeiles Gameplay. Und ich hoffe, das Zusehen hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir das Spielen. Also, es war wirklich mal toll, das Spiel wieder zu zocken. Das letzte Mal schon ein bisschen her. Tja. Könnt ihr euch auch mal den Mega Drive-Vorgänger angucken? Den finde ich zwar nicht ganz so berauschend, aber für die damalige Zeit war es wohl doch auch ein ziemlich gutes Spiel. Ich kann dazu nicht viel sagen. Ich war ein totaler Nintendo-Fanatiker und alles, was mit Sega zu tun hatte, war für mich ein Tabuthema. Tja, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet auch Spaß. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das Spiel zu zocken. Und ja, mal gucken, was ich als nächstes Nebenprojekt mir vornehme. Wie lange geht denn der Abspann noch? Na, wie gesagt, wenn ihr die Story von Blau sehen wollt, sagt es mir, schreibt es in die Kommentare, schreibt mir eine PN, irgendwas. Und dann werde ich mich darum kümmern. Game over, das Spiel ist vorbei. Danke fürs Spielen. Ja, ich bedanke mich auch, dass ihr dieses geile Spiel gemacht habt. Treasure, Sega. Und Highscore. Das ist der letzte Highscore. Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Let's Play.